Jo, servus Freunde. Einen kleinen Quicktipp mal wieder. Viele werden das eh schon kennen, wie man heiße Tassen vom Feuer wegbringt, ohne dass man sich die Finger verbrennt. Aber ich habe auch viele neue Abonnenten dabei und neue Leute beim Buschkraft und denen zeige ich mal das, wie man sich die Finger nicht verbrennt. Ja Freunde, alle kennt es diese Tassen mit diesen Henkeln, natürlich auch Pfandeln oder so. Und selbst diese Titantassen, die werden natürlich heiß, wenn die im Feuer stehen oder sonst wo. Klar, man kann es mit Handschuh nehmen, jeder hat die halt nicht immer dabei. Und da gibt es die Möglichkeit, mittels zwei so dünne Stangeln das Ganze vom Feuer zu nehmen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch ganz einfach. Ich schneide euch auch zu, fahrt einmal von links nach rechts. Einmal von rechts nach links, jetzt müsst ihr nur schauen, dass der Teil unter den Griff ist und dann drückt ihr es so zusammen und dann könnt ihr es da oben halten, wie so Stäbchen zum Essen und dann könnt ihr mit denen machen, was wollt. Seht ihr, solange ihr auf Spannung haltet, passiert da gar nichts. Und dann einfach wieder raus, also noch einmal. Ganz durch von der Seite. Ganz durch von der Seite, wie gesagt, das müsste unter den untersten Griff sein. Dann einfach oben auf Spannung gehen, könnt ihr das mit zwei Fingern halten. Und da könnt ihr eingießen, ausgießen, alles Mögliche damit. Ja Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Von der kleinen Hilfestellung und vielleicht könnt ihr es einmal brauchen, in dem Sinne sage ich. Tschüss und pfiat euch.